Hallo und willkommen zum Ankündigungsvideo der PBA Season 3. Letztes Jahr haben wir in Season 2 das Draftmeter von Generation 5 aufgemischt und dieses Jahr freue ich mich euch, Season 3 in der 6. Generation, also Omega Rubin und Alpha Saphir, ankündigen zu dürfen. Die Leitung übernehme diese Season ich, also MeinTube, während sich Ash Ketchup, der Leiter der letzten Season, um die grafische Umsetzung kümmert. Für die Leute von euch, die zum ersten Mal von einer Draft Liga hören, und die soll es ja auch noch geben, erkläre ich euch eben, wie das Ganze funktioniert. 12 Teilnehmer treten über 11 Spieltage in 6 gegen 6 Wi-Fi-Kämpfen gegeneinander an. Für jeden Sieg erhält ein Spieler 3 Punkte und für jedes Unentschieden einen Punkt. Gekämpft wird mit Pokémon, die zuvor in einem Draft von jedem Spieler ausgesucht werden. Dafür haben wir eine Tierliste vorbereitet, welche ihr in der Beschreibung finden könnt. Jeder Spieler darf 2 Pokémon aus dem S-Rang, 3 Pokémon aus dem A-Rang, 3 Pokémon aus dem B-Rang und 3 Pokémon aus dem C-Rang draften. Dabei darf jedes Pokémon nur ein einziges Mal vorkommen. Wenn also ein Spieler bereits Raichu gedraftet hat, darf kein anderer Spieler mehr Raichu in sein Team nehmen. Ausnahmen sind hier die unterschiedlichen Formen von Demeteros: Boreos, Voltolos, Rotom, Bomadame und Psiaugon. Mega-Pokémon dürfen außerdem getrennt von ihrer Non-Mega-Variante gedraftet werden. Es darf also jemand Mega-Turtok draften und jemand anderes das normale Turtok. Verbotene Pokémon, Fähigkeiten und Items findet ihr auf der Tierliste. Das Teilnehmerfeld hat sich seit der letzten Season ein wenig gewandelt. Unsere Teilnehmer in Season 3 sind Sigimon mit dem Team Snorlax-Nacken-Gang, Tiltane startet den Inferno Overdrive, Cold Crow ist gefangen in einem Nightmare Before Gliscor, Belly kehrt mit Igalima Empoleon zurück, Thais kanalisiert den Spirit of Zephyr, Venikron sagt Moin Meistergrief, Full Life Games bringt die Kaldeo Knights zurück aus der dunklen Vergangenheit, Pokebazi bringt Farbe in die PBA mit der Gummibärenbande, Logi bringt Licht ins Dunkel mit dem Team Logical Shine. Hoffentlich kann Yuklu seine Verwirrung abschütteln. Sein Team heißt Dizzy Punch. Ash Ketchup zeigt uns mit dem Team Hydro Pimp, wer der Boss ist. Und ich, MeinTube, werde mit Obsidian Omastar so unzerstörbar sein wie letzte Season. Jetzt wisst ihr, worum es geht. Es fehlt also nur noch ein Datum. Der Draft startet am 20.02.2021 auf dem YouTube-Kanal von Ash Ketchup. Und der erste Spieltag kommt dann 2 Wochen später, am 6. März, auf den YouTube-Kanälen der jeweiligen Teilnehmer online. Die Draft-Reihenfolge, das Regelwerk und den Spielplan findet ihr in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ich kann viele von euch im Draft-Stream sehen. Bis dahin, ciao.